Hey Leute, es ist Newsview-Zeit. Ich bin wieder da. Leider etwas schlechter beleuchtet als sonst, weil eine Softbox ausgefallen ist. Aber ich hoffe, das geht trotzdem und ich wollte euch Newsview nicht vorenthalten. Danke an dieser Stelle auch nochmal an Marcel, der mich ja letzte Woche würdig vertreten hat. Und danke auch an euch, dass ihr ihn so gut aufgenommen habt. Ansonsten will ich auch gar nicht lange rumschwafeln, denn wir haben viele Themen heute. Denn wir reden über einen Watch Dogs Kinofilm. Wir widmen uns einer Legende, die 30 Jahre bestand und jetzt diese Woche endlich gelüftet wurde und die auch was mit Games zu tun hat. Und dann erzähle ich euch noch, was ein SWAT-Team mit Games zu tun hat. Außerdem habe ich noch ein paar Trailer im Gepäck, also ihr seht, viel zu tun und deswegen kommt jetzt auch schon das Intro. Wie schon an anderen Ausgaben Newsview erwähnt, geht ja im Moment so ein bisschen der Trend dahin, Spiele ins Kino zu bringen und dementsprechend das Franchise noch so ein bisschen weiter zu melken und noch mehr Geld aus den Leuten zu pressen. Das plant Ubisoft jetzt auch mit diversen Franchises von sich und unter anderem wollen sie auch Watch Dogs ins Kino bringen. Und das, obwohl man noch nicht mal weiß, ob das Spiel wirklich erfolgreich wird, ob es gut bei den Fans ankommt. Aber Ubisoft sagt, die Story ist gut, da können wir was draus machen und Geld können wir da eh rausholen. Das sagen sie natürlich nicht, aber das wird so sein. Und dementsprechend wollen wir das auf jeden Fall im Kino haben. Dazu wurde jetzt bekannt, dass Paul Wernick und Reese, die man unter anderem vom Drehbuch von Zombieland kennt, was ja eigentlich ganz cool war und wo man was draus machen konnte, an dem Drehbuch zu Watch Dogs arbeiten. Und dementsprechend hat man ja echt prominente Drehbuchautoren. Und Sony, die da als Produktionsfirma neben Ubisoft drinne stecken, werden da bestimmt auch was Cooles draus machen. Ob da im Endeffekt wirklich ein cooles Filmerlebnis draus wird, wenn Aiden Pierce die versucht, dem Überwachungsstaat zu entkommen, muss man natürlich mal abwarten. Aber ich bin eigentlich ganz gespannt drauf, aber ich weiß noch nicht, wie das Spiel wird. Also müssen wir das Spiel auch erstmal abwarten, würde ich sagen. Zu einem anderen Film wurde auch was bekannt, denn Deus Ex Human Revolution soll ja auch verfilmt werden. Und da äußerte sich jetzt der Regisseur dazu und sagte, ja, das wird wohl noch eine Weile dauern, denn wir arbeiten noch ziemlich sehr am Drehbuch. Und das liegt aber nicht daran, dass wir nicht wissen, wo wir mit dem Drehbuch hinwollen, sondern eher daran, dass wir versuchen, möglichst viele Sachen, die den Fans gefallen, auch in den Film zu bekommen. Und das ist wohl gar nicht so einfach und da muss wohl immer wieder viel geändert werden am Drehbuch. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, warum lässt man den Film dann nicht einfach? Klar geht es da um eine Menge Geld und klar kann man da auch eine Menge Geld rausholen. Aber wenn man mal ehrlich ist, ein wirklicher Hardcore-Fan bzw. viele Fans sind dann eh enttäuscht vom Film, egal wie gut oder wie schlecht er dann im Endeffekt ist. Also ich weiß nicht, warum man dann den Film nicht einfach unter einem anderen Namen oder so rausbringt. Aber da würde mich mal eure Meinung interessieren. Also was meint ihr? Sind Spieleverfilmungen an sich gut und die haben nur keine Ahnung und wissen nicht, wie sie es umsetzen sollen oder könntet ihr glatt darauf verzichten? Schreibt es mir einfach in die Kommentare und ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal an Assassin's World of Duty. Mein Drehbuch war, ich habe was vergessen, The Movie muss da natürlich noch ran, damit es ein ordentlicher Film ist. Und daran gehe ich jetzt erstmal weiterschreiben und verdiene mir eine goldene Nase. Haut rein! Und weiter geht's mit Gameplay-Szenen zu Watch Dogs, denn diese Woche gab es einiges an Videomaterial zu Watch Dogs zu sehen und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Den Anfang macht hier ein 9 Minuten langes Gameplay, das die verschiedenen Multiplayer-Parts des kommenden Actionspiels zeigt. Von den einzelnen Hacken eines anderen über eine Bandenschlacht um Daten von vielen bis hin zu einem Gefecht zwischen Tablet und Spiel ist alles dabei und es wird gezeigt, wie viele Möglichkeiten das Spiel so bieten kann. Dann ging es mit einem Interview mit dem Lead-Writer Kevin Short weiter, der aus dem Leben eines Hackers erzählte. Und zu guter Letzt konnte man sich in einem Unboxing noch anschauen, was es Schönes an Beilagen zu dem Spiel in der Collector's Edition geben wird. Alles in allem solltet ihr als Fans unbedingt mal reinschauen und ich habe euch natürlich alle Videos in der Videobeschreibung verlinkt. Diese Woche wurde endlich ein Geheimnis gelüftet, das die Menschheit seit Jahren beschäftigt. Und viele Wanderer und Abenteurer waren jahrelang auf der Suche und der Jagd nach diesem Riesenschatz. Und diese Woche war es nach 30 Jahren endlich soweit und das Geheimnis um die verschollenen schlechten Spiele wurde gelüftet. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr gleich, denn erstmal ein bisschen Hintergrundwissen. Denn Ende der 70er, Anfang der 80er ging ein Spieleboom zu Ende, der damals vorherrschte. Und viele Publisher versuchten damals, ähnlich wie heute, Lizenzverwurstungen an den Mann zu bringen. So auch Atari, die von einer Person ein Spiel zu E.T. herstellen ließen. E.T. war damals der letzte Schrei und dementsprechend wollten sie natürlich auch irgendwie so eine Lizenzversoftung da auf den Markt werfen. Und das taten sie dann auch. Und womit Atari leider nicht gerechnet hatte, war, dass das Ganze einfach im Laden liegen bleibt und niemand dieses Schrottspiel haben wollte. Letztendlich blieben sie da auf Millionen Modulen sitzen und wussten nicht so recht, wohin damit.
Und dann bluten sie 14 Trucks, schickten die in die Wüste von Mexiko und ließen das Ganze da in dem Sand verschütten. Das hat Atari niemals bestätigt damals und keiner weiß so genau, was ist da wirklich passiert. Und so wurde das Ganze zu einem Gerücht, das Gerücht wurde zur Legende und die Legende fand jetzt ein jähes Ende, denn es wurde der Riese Schatz von vor 30 Jahren endlich gefunden. We found an intact ET the video game. Und diese Woche, 30 Jahre später, war es dann endlich soweit und das schlechte Ladenhüterspiel wurde endlich wiedergefunden, ausgegraben und dementsprechend erneut auf die Menschheit losgelassen. Und das Schlimmste daran ist, das Ganze wird demnächst auch noch als Doku zu sehen sein. Schon witzig, dass Atari damals einfach die Spiele in die Wüste geschüttet hat und niemand wusste, wo es ist. Schlimm genug, dass es jetzt auch noch gefunden wurde und das Gerücht bzw. die Legende endlich gelöst wurde. Aber mich würde mal interessieren, was würdet ihr denn in der Wüste am liebsten vergraben? Also ich hätte da noch so ein Call of Duty Ghost, was ich gerne loswerden wollen würde. Aber reden wir nicht drüber. Schreibt mir einfach doch in die Kommentare, was ihr in der Wüste vergraben würdet. Würde ich mich sehr darüber freuen und gibt bestimmt einiges zu lachen. Ihr wolltet immer schon mal nach Dänemark, habt aber kein Geld für die Reise? Dann könnt ihr euch jetzt einfach Minecraft installieren, denn hier wurde von einigen verrückten Minecraft-Spielern komplett Dänemark 1:1 umgesetzt. Das Projekt basierte auf Daten, die von der dänischen Geodatenbehörde gesammelt und im Januar veröffentlicht wurden letzten Jahres. Und aus insgesamt 4 Milliarden Blöcken kreierten sie dann die Spielwelt, die mittlerweile in drei Teile unterteilt auf 6 Servern Platz findet und 1 Terabyte Speicherplatz einnimmt. Ihr könnt euch das Ganze auf den offiziellen Servern gerne anschauen oder euch das Ganze auch einfach downloaden. Aber auf jeden Fall ist es schon beeindruckend, was man mit dem Spiel alles so umsetzen kann. Wenn man bei einem Multiplayer-Spiel verliert, dann ärgert man sich natürlich ein bisschen. Manche Leute schreien dann auch lauthals rum und machen sich so Luft. Und in ganz seltenen Fällen fliegt vielleicht mal ein Controller durch die Gegend, geht dabei zu Bruch, aber das war's dann in den meisten Fällen auch schon. Einem amerikanischen Jungen hat das nicht gereicht und anhand der IP hat er nach dem Spiel, nachdem er bei Call of Duty gegen ihn verloren hat, die Adresse von ihm rausgefunden, hat dann anonym bei der Polizei angerufen und gesagt, ja, ich habe meine Mutter erschossen und ich erschieße gleich noch weitere Leute, wenn ihr nicht kommt, und hat dann die Adresse von dem Kontrahenten angegeben. Die Polizei in Amerika musste natürlich handeln und hat direkt 60 SWAT-Einheiten vor die Tür geschickt. Nach 20 Minuten konnte das Ganze relativ schnell aufgeklärt werden, weil die Mutter aus der Tür kam und logischerweise nicht tot war. Und trotzdem fragt man sich da noch, sind die eigentlich bescheuert in Amerika? Das Ganze ist wohl gerade ein Trend da sogar, nennt sich Swatting und dabei geht es darum, möglichst viele SWAT-Einheiten zu irgendjemandem zu schicken. Beliebte Ziele sind dann natürlich Promis, weil die meisten wissen, wo sie wohnen und dann kriegt man Punkte dafür, je nachdem, wie viele SWAT-Einheiten denn da vor der Tür stehen. Ich meine, wie bescheuert kann man sein? Das geht doch gar nicht. Die könnten sonst wen retten eigentlich, die SWAT-Einheiten, vielleicht irgendwelche Straftaten verhindern und dann stehen die da vor der Tür, weil das ein scheiß Streich ist. Ich meine, ich bin noch nicht alt, aber wie bescheuert ist die Jugend von heute eigentlich? Dieser Typ mit dem Squad-Team, der geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Aber egal, was soll's. Falls ihr weiterhin mit Game News auf dem Laufenden bleiben wollt, dann findet ihr hier bei mir jeden Sonntag Newsview. Ihr könnt mich gerne abonnieren, hier unter ist der Button. Ansonsten könnt ihr auch gerne bei der letzten Ausgabe Newsview reinschauen, die ihr hier neben mir findet. Und wir sehen uns dann spätestens am nächsten Sonntag wieder, aber wahrscheinlich wird Donnerstag ein anderes Video mit einer neuen Projektankündigung kommen, was ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann spätestens Donnerstag wieder. Haut rein, habt eine schöne Woche.